Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lost Region. Mittlerweile gab es ein kleines Update und ihr könnt es vielleicht jetzt nicht sehen, weil die Kamera dazwischen ist. Ich schalte sie ganz kurz aus, dann könnt ihr es sehen. So, siehst du, rechts oben. Sie haben ein paar Fixes gemacht und jetzt haben wir auch unsere Anzeige mit Wasser und, ja, weiß nicht, Lebensenergie oder Lebensanzeige wahrscheinlich. Soll das sein? Und ja, dann haben sie noch ein paar Bugfixes gemacht. Ich nehme die Kamera jetzt mal wieder rein. Und dann müssen wir mal gucken, dass ich die vielleicht woanders hinschiebe. Das werden wir noch sehen. Ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich nicht relevant. Und ihr seht, ich fange nicht da an, wo ich aufgehört hatte in der letzten Folge, sondern ja, wir sind ne, wieder in der Base. So, und irgendwie ja, ein paar Ruckler habe ich noch. Die FPS bleiben aber gleich bei dem Spiel. Ja, dazu komme ich auch noch zu dem Thema, zu den Intima, zwecks FPS und alles. Ich habe ja da schon viel drüber gesprochen. Und ja, jetzt gehen sie natürlich runter. Das liegt aber am Spiel. Höchstwahrscheinlich oder auch nicht. So, ich würde sagen, wir laufen instant. In welche Richtung laufen wir denn? Mal kurz Map gucken. Wir müssen nach unten raus. So, folgendes, ich glaube, wir waren schon richtig. Ne, sind wir nicht. Wo ist denn jetzt hier dieser Hubschrauber? So, Waffe hat man ja. Und mit den Laufen, das haben wir ja auch rausgekriegt. An was das jetzt nun gelegen hat. Ach ne, jetzt ist der Magen da. Okay, jetzt ist der Magen auch da rechts oben. Warte, ich zeige euch das ganz kurz. Ne, siehst du, jetzt unter dem Wasserzeichen ist jetzt noch der Magen, also für Nahrung. Also Lebensanzeige, Flüssigkeitsanzeige und Nahrungsanzeige. Sehr schön, dann ist das nämlich auch drin. Und ich hatte mal recherchiert, ja, beziehungsweise einfach mal geguckt, ihr habt auf YouTube. Dass es schon im Mai Videos von diesem Spiel gab. Da durften wahrscheinlich einige wenige das Spiel schon mal ein bisschen vorstellen. Und da war das nämlich auch schon drin. Dann habe ich mir gesagt, hä? Das ist da, jetzt Early Access, ist es nicht da? What? Ne? Und ja, da habe ich mich halt gewundert. So, gut. Nach den zwei Folgen hatte ich aufgehört gehabt, weil ich wollte gucken, ob es nicht gleich ein Update gab. Und es kam auch, ich glaube, gleich am nächsten Tag, beziehungsweise schon nächsten Früh. Und ja, da habe ich mir gedacht, cool. Jetzt haben sie das gebracht, ein paar Fixes noch gemacht. Und ich finde, es läuft eigentlich recht stabil. Gut, meine FPS brechen natürlich wieder weg. Ja, kommen wir zu dem Thema, meine FPS. Ich erzähle da auch viel Assassin's Creed Let's Play. Und ja, die Folge wird wahrscheinlich jetzt am Donnerstag rauskommen. Also sprich morgen, ich nehme das einen Tag vorher auf. Ich versuche das heute alles noch fertig zu machen. Ich werde wieder zwei, vielleicht auch drei Folgen auf. Wir gucken einfach mal, was wir hier schaffen. Und morgen zum Beispiel die Folge von Assassin's Creed, das ist dann die 25. Ist vielleicht jetzt hier das falsche Thema, aber ich muss es irgendwie loswerden, weil ich habe es da jetzt nicht geschafft in der Folge irgendwie, weil ich habe es nicht geschnallt, ich habe es nicht gecheckt. Und ich bin mit der 25. und 26. Folge von ja, Assassin's Creed total gegen den Baum gefahren. Weil ich hatte zwischendurch umgestellt gehabt und versuchen, weil die FPS da auch sehr eingebrochen sind. Das ist jetzt genau das gleiche wie hier. Aber das macht nichts. Es kann trotzdem sichtbar sein. Es kann sein, dass ich da jetzt in den nächsten Tagen doch wieder die Einstellung von 60 FPS runter auf 30 FPS gehe. Weil es ist meine Grafikkarte. Ich habe immer gedacht, ich habe eine 6 GB und nein, die Sally sagte, nein, weil es ist ja die alte von Sally. Sie sagte, nein, mein Lieber, die hat nur 4 GB. Yo. Und da haben wir noch den Übeltäter gefunden. Es ist schon eine etwas ältere Grafikkarte. Und von daher sage ich es mal so, ich bräuchte jetzt dringend ja, eigentlich eine neue Grafikkarte. So, und dann habe ich mir eine rausgesucht, die ich richtig nice finde. Ist eine 8 GB, auch von Asus. Ich mag die von Asus. Und ja, preislich nicht möglich bei mir. Bei uns. Ja, die Silly würde auch gerne noch eine neue nehmen, aber ist absolut nicht machbar. Und von daher
werden wir, beziehungsweise werde ich wieder einen sauren Apfel beißen müssen. Die Qualität unserer Videos, man erkennt es kaum. Es ist wirklich nur vereinzelte Stationen, wo man das dann sieht. Wir laufen übrigens wieder vorne in das Camp. Und von da aus dann weiter zum Fluss. Ich will unbedingt zu dem Fluss oder zu dem See, der da ist, ne, auf der Map. Und ja, das ist natürlich. Ich habe mir jetzt schon heute den ganzen Tag im Kopf zerbrochen. Wie schaffst du es, dir diese Grafikkarte? Die kostet 318, ich glaube 300, 319 knapp kostet die. Viele werden jetzt sagen, oh naja, 319 ist doch nicht viel Geld, da kriegst du auch schon eine richtig gute, ne? Ja, ist klar, also ist auf jeden Fall eine richtig gute. Und für die einen ist es nicht viel Geld, für uns ist es ein Vermögen. Das muss ich mal so sagen. Ja. Und nein, ich werde nicht anfangen zu betteln, weil wenn, dann schaffe ich das alleine. Irgendwie kriege ich da was hin. Und es wird eine Weile dauern. Ja. Vielleicht stelle ich mich auch mit der roten Handtasche mal auf den Bahnhof. Mal sehen, vielleicht klappt es ja. Nein, natürlich nicht. So, was ist jetzt hier? Hier konnte ich doch den Tag an die Kiste, oder nicht? Also an die große konnte ich. Nee, das geht nicht mehr. Doch, ach, das zeigen sie nicht mehr an. Ach, wie geil, hier ist noch eine Waffe. Nehmen wir gleich mal mit. Geil, Munition, nehmen wir auch mit. So, ein bisschen Nahrung haben wir. Was ist das für eine? M70 AP, okay, krass. Aber hast du gesehen? Es zeigt nicht mehr. Na, die Seile, wie viel wiegen die? Wiegt zwei, willst du mich verarschen? Zwei? Die wiegt zwei, Alter, nein. Fuck das, Alter, ehrlich. Wie kann denn ein Seil, ein lumpiges Seil zwei wiegen? Also mit eins. Okay, eins. Ach so, eins. Es wiegt. Okay, falsch. Ein Seil wiegt 0,5. Gut. Das ist okay. Dann ist das vollkommen okay. Der Loot hat sich auch anscheinend ein bisschen geändert. Ich will mal gucken, ob jetzt hier was drin ist. Aber was ich jetzt ein bisschen dumm finde, dass das nicht mehr angezeigt wird. Bitte Bugfixes, danke. Ist nicht wild, wenn wir es wissen, dann ist okay. Dann können wir an jede Kiste trotzdem mal ran. Kann man hier schlafen? Ne, schlafen können wir nicht, ne? Ne, okay, cool. Ja, was heißt cool? Cool ist es in dem Sinne jetzt nicht, aber. So, wie waren jetzt hier Crafting? Building, Medizin, Weapon. So, haben wir das. Da haben wir das. Was ist das? Primitive Axt. Genau, die möchte ich ja gerne herstellen. Das können wir jetzt herstellen. Habe ich die jetzt? Habe ich jetzt im Inventar? Jo, wir haben die im Inventar und. Okay, dann müssen wir mal. Welche ist denn jetzt besser? Welche Waffe? Ich weiß absolut nicht, welche Waffe besser ist. Jetzt vibriert mein Handy. Okay, die hat sowieso noch keinen Mund drin anscheinend. Wiegt 3,2. Die Axt wiegt 3. So, okay, geil. So, jetzt können wir schon mal Holz hacken. Ach, jetzt sieht sie besser aus, oder? Im Inventar sah die ein bisschen beschissener aus. So, zeig mal her. Da müssten wir ja unsere. Ach, nee, haben wir nicht drin. Wir haben keine Munition drin. Die haben sie uns also geklaut. Die Waffe haben sie uns da gelassen, aber die Munition haben sie uns geklaut. Okay, krass. So eine Scheiße hier. Ach, nee. So, da schauen wir mal. Es soll ja auch eigentlich schon Bären geben. Aber die Bären sollen jetzt nicht ohne sein. Also, man soll da richtig viel zu tun haben. Mit dem. Aber ich denke mal, mit der Waffe da, wenn du den da mal. Ja, so ein paar verbraten tust, dann sollte das schon funktionieren. Okay, wir laufen auf jeden Fall Richtung See. War schon mal sehr, sehr nice. Und ich muss halt immer mal hören, ob wir. Laufe ich jetzt zurück? Nee, okay. Manchmal verliere ich die Orientierung. Ach, wir laufen hier dran. Davon ist schon wieder ein Dings. Geil. Okay, cool. Ey, aber hier soll doch irgendwo ein See sein, hallo? Oder ist das Schneegebiet? Nee, wir laufen eigentlich nur stracks auf den See zu. Okay, vielleicht ist die Karte halt groß, dass das jetzt nur so aussieht, dass wir schon so nah dran sind. Also groß dürfte sie noch gar nicht sein. Wie gesagt, ich bin echt mal gespannt, wo uns das mit diesem Spiel hinführt. Weil es ist auf jeden Fall sehr interessant aufgebaut. Natürlich ist noch recht wenig drin. Ja, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber wie gesagt, das ist eine frühe Early Access. Man kann es immer nur wieder betonen. Und da muss man dann halt auch ein bisschen
Geduld mitbringen, ja. Natürlich wollen die Entwickler, ja, und da bin ich auf der Seite der Entwickler, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Natürlich wollen die gucken, okay, wir bringen das Spiel jetzt raus, wir wissen es noch nicht fertig, es wird auf jeden Fall eine Menge negative Dings hageln. Ja, das ist ja, da gibt es ja so andere Titel genauso. Aber vielleicht brauchen sie auch ein bisschen Geld, um das weiter voranzutreiben. Ja, stell dir vor, du gehst 10 Monate arbeiten, verdienst nichts und hast auf einmal kein Geld mehr, hast halt was mitgebracht. Ja? Ich sag mal, du bringst 50.000 Euro mit, so. Davon machst du ein Jahr. Wir spinnen jetzt einfach mal rum. Ja? Ach, da hinten will ich hin. Ich will da hinten hin. Und davon machst du ein Jahr, gehst da arbeiten und denkst dir, jo, das wird was. Ja? So. Und dann? Habe ich jetzt eigentlich Nahrung mitgenommen? Ja, Gott sei Dank. So, und dann denkst du dir, nach dem Jahr, scheiße, Geld ist alle, was machst du denn jetzt? Ich komme nicht mehr auf Arbeit. Toll. So. Und dann, jetzt zu dem Thema zurückzukommen. Okay, wir bringen es im Early Access raus. Wenn sich ein paar kaufen, haben wir wieder ein bisschen Geld. Haben wir wieder ein bisschen Ressourcen, ja. Um weiterzumachen. Und das ist doch das, was die Entwickler wollen. Die wollen dann weitermachen. Ja, wenn sie es so früh rausbringen und es ist noch nichts Halbes und nichts Ganzes, dann ist das nicht, weil sie uns alle verärgern wollen. Nein, weil sie damit sagen wollen, hier, wir haben was für euch, wir würden das gern weitermachen, aber uns fehlen die finanziellen Mittel. Punkt. Da braucht doch keiner zu lügen oder sonst irgendwas oder sich Honig ums Maul zu schmieren. Das ist einfach so. Und da bin ich auf der Seite der Entwickler und es ist ja nicht das Erste. Es gab ja schon so viele, ja. Viele sind dann natürlich komplett weggebrochen, weil es ist ja auch immer mit einem Risiko verbunden. Aber man muss ganz ehrlich sagen, gebt den Leuten erstmal ein bisschen Zeit. Ja, was ich schön finden würde, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ja, was ich schön finden würde, wenn man das im Early Access rausbringt, ja. Du hast ja dann, zum Beispiel auf Steam hast du ja Zeit, ich glaube 2 Stunden. Wenn du das weniger wie 2 Stunden spielst, kannst du es zurückgeben. Ja. Da würde ich sagen, okay, pass auf, ihr könnt das im Early Access rausbringen. Und okay, krass, da will ich hin, auf jeden Fall. Und aber die Leute können das in einen längeren Zeitraum zurückgeben. Wie das Ganze aussieht, also ich bin kein Vollprofi in sowas, aber ich würde dann schon den Leuten ein bisschen entgegenkommen und sagen, hier, pass auf, gebt uns die Geduld. Wenn es bis zu dem und dem Zeitpunkt dann halt nicht besser geworden ist, dann habt ihr immer noch das Rückgaberecht. So würde ich die ganze Sache anstellen. Und da würden auch viele sagen, ja, okay, dann kann ich mal Zeit lassen. Okay, ich hol's mir, ich kauf's mir, ich pack's hin. Ich guck da vielleicht einmal die Woche rein und entweder freue ich mich, dass es doch vorangeht, oder ich sehe, ja komm, hier passiert doch überhaupt nichts. Ja, oder vielleicht ein, zweimal im Monat. Je nachdem, es kommt halt immer drauf an, woran der Entwickler oder die Entwickler arbeiten. Das ist hier ein Wasser. Ja, geil. Also, ganz ehrlich, diese Location. Ehrlich, schon allein diese Location, dieser Damm hier, das ist Hammer. Finde ich so geil gemacht. Ja, hier auch mit diesem verrosteten Geländer, ey, nice. Also echt dickes Lob mal daran. Muss man ganz ehrlich sagen. Kann man hier auch irgendwann mit Autos fahren? Ich denke es mal schon. Alter, das ist ein alter Ford, oder? War doch hinten mit Ford-Zeichen, oder? Ja, oder? Ist das ein alter Ford? Nee, was ist das für einer? Schreibt mir mal in die Kommentare, was das für ein Auto ist. Aber auch machen. Ja, ihr schreibt mir zu wenig. Ja, finde ich schade. Muss ich ganz ehrlich sagen. Oder schreibt mir auch am besten, wie ihr das momentan so findet, dieses Spiel. Schreibt es doch bitte rein. Ich weiß, die meisten gucken es nicht lange. Ist auch vollkommen okay. Ja, besonders die letzte Folge. Oh mein Gott, wie ich mich immer noch schäme. Ja, das Gewicht hat ja verhindert, dass ich normal laufen kann. Und ich, ja, wenn hier so eine bestimmte Zeit anbricht, dann kannst du ja nicht mal laufen. Denn alles so Blödsinn. Totaler Quatsch. Ich war einfach nur zu doof, um das nicht zu sehen. Den Schuh muss ich mir anziehen. Hab mir aber den wieder ausgezogen. Naja, das geht ganz schnell. So. Okay, die Frage ist jetzt aber mit Nahrung und Trinken. Geht das da auch irgendwann runter, oder? Hörst du das? Als ob ich im Wasser laufe.
Okay, aber das Spiel hat trotzdem noch sehr viele Performance-Probleme. Ich denke mal, da werden die auch schon dran arbeiten. Hundertprozentig. Also, da denke ich mal auf jeden Fall. Weil ich glaube, die möchten mit dem Spiel auch ein bisschen erfolgreich sein. Und ganz ehrlich, für mich sind sie es jetzt schon. Weil schon allein diese Location hier, die du so findest und das mit dem Verrosteten, das ist einfach so geil gemacht. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Bind mir jetzt bloß keinen Bären auf. So. Ja, wir gucken jetzt mal hier überall rein, ob hier vielleicht irgendwo eine Kiste ist. Tut euch, glaub's nicht, ne? Wie gesagt, soll ja auch noch hinzukommen, mehrere Loot-Stationen, würde ich jetzt mal sagen. Oder halt, dass das Meer befüllt wird, ja. Dass man auch mehr hat, wo man dann sich was holen kann. Aber ich muss jetzt schon sagen, ich bin echt ein Riesenfan von diesem Game, auch wenn es noch nicht so ist, wie man sich's vorstellt, ja. Aber ich mag das. Und ich mag das auch jetzt im Moment mag ich es noch, dass du hier echt ein bisschen rumlaufen kannst, ohne dass dich gleich hier ständig irgendwas angreift. Ein Schrank. Ey, was haben wir hier? Schwarzes Wasser, wollte ich schon sagen. Schwarzes Wasser. Wir haben schwarzes Wasser, Leute. Nein, natürlich nicht. Das ist nicht schwarzes Wasser, das ist. Das ist dreckiges Wasser, schwarzes Wasser. Okay, Durst 40 stillt das. Aber, ich weiß nicht, ist das gesund? Kann man Krankheiten kriegen? Ist das schon mit drin oder eher weniger? Die Frage ist ja jetzt. 30. Ach komm, scheiß drauf. Okay, wir wissen schon mal, wir können in die Spinde gehen. Ist das jetzt einkommt? Nee, ach krass, guck mal, Eier. Na, ich hau. Eine Pringles-Packung. Willst du mich verarschen? Krass, du kannst du Pringles futtern. Nice, ehrlich, nice, cool. Corned Beef. Jetzt pass auf, eine kleine Geschichte, weil ich das gerade lese. Ich glaube, das heißt Corned Beef, ne? So, pass auf. Die Sally und ich waren den Tag bei Fleisch, haben uns ein bisschen Wurst geholt. Und ah, jetzt halte ich fest, ohne Witz, halte ich fest, ne? Und sie mag das ja, dieses Corned Beef, ne? So. Und früher zu Hause, was haben wir hier noch? Ein Pasta. Okay, aber ich bin schon wieder fast überladen, Alter. Das ist doch Kacke. Früher als Kind zu Hause haben wir sowas auch immer geholt, ne? Mein Vater, der isst das ja auch sehr, sehr gerne. Und jetzt kannst du hier überall looten, Alter. Na, ist das geil. Und jedenfalls. Jetzt sind wir schon wieder überladen. Ich glaube, wir lassen die Waffen mal hier. So. Und jedenfalls hat er das auch immer gerne gegessen und er. Oh, Alter, krass. Was ist denn das? Wiegt 0,65. Kann ich mir doch gar nicht leisten. Ja, wir brauchen auf jeden Fall Nahrung. Nahrung ist wichtig. Und mein Vater hat immer nicht Corned Beef dazu gesagt, sondern jetzt halte dich fest, ne? Cornet Beef. Also ich kenne das nur unter Cornet Beef, ne? Cornet Beef. Mein Vater, ne? Du als Stift eignest dir das ja an, ne? Cornet Beef. Und wie gesagt, wir hatten uns das den Tag vom Fleischer geholt und die Sally packt das raus. Oh, ich liebe das so, dieses Corned Beef, ne? Und ich so kurz in mir gehalten, kurz überlegt. Jetzt so wurde es. Ich denke mal, halt, ja, sie hat ja recht, ne? Das wird ja eigentlich so ausgesprochen, ne? Und ich glaube, jetzt müssen wir trinken, weil es ist nicht mehr grün, es ist rot. So, zeig mal her, was haben wir jetzt hier? Can of Beans. Use. Soda. Use. Da muss ich gleich mehrere trinken, oder was? Okay, warte, ist schon. Okay, krass. Und weißt du, da ich so ein bisschen kurz in mir gehalten und so ein bisschen überlegt. Und ja, hab dann, ja klar, ist so, ne? Definitiv, hat sie ja recht. Na, ich zu ihr gemeint, ich sage, weißt du, Schatz, jetzt wo du das so aussprichst, wird es mir klar, dass das so heißt. Und dann habe ich ihr die Geschichte erzählt, da hat sie so gelacht, ne? Komm, nett, Befti. Sie kann das immer noch nicht so aussprechen, wie wir das halt aussprechen, ne? Das ist schon echt, aber das war einfach so eine lustige Geschichte. Wollte ich euch jetzt mal so am Rande mit erzählen, weil es echt lustig ist. Ne?
Ich wusste echt, ey, herrlich. Cornet Beef. Das ist Cornet Beef. Cornet Beef. Ah, wie krass. Da musst du erst mal drauf kommen. Nee. Ja, wie gesagt, ein Stift, ne? Kennst du nicht? Also irgendwas für ein Tier? Na, Fleisch. Cornet Beef. Ja, herrlich. So, wo laufen wir jetzt hin? Jetzt könnten wir hier den Weg weiterlaufen und dann irgendwann. Ach, da muss ich mich noch dran gewöhnen, dass die Map immer mit immer auch wieder zumachen muss. Ach, der ist einfach nice, ne? Also, ich werde öfters mal so eine Geschichten vielleicht erzählen. Was heißt Geschichten? Das sind ja keine Geschichten, das sind ja Wahrheiten. Ja. Wenn ihr Bock drauf habt, ich kann noch mal so ein bisschen was aus meinem Leben erzählen. Habe ich auch kein Problem damit, ne? Damit ihr mich auch mal ein bisschen besser kennenlernt. Ist wahrscheinlich jetzt hier das falsche Spiel dafür. Oh mein Gott. Aber können wir ruhig gerne machen. Da habe ich absolut keine Probleme damit. So, ja, okay. Es ist ein bisschen zu ruhig, oder? Wir sind jetzt schon so lange unterwegs hier draußen. Nicht mal in der Safe Zone, sondern einfach auch. Oh, jetzt wird dunkel. Müssen wir da Angst haben im Dunkeln? Nee, jetzt ohne Witz. Müssen wir da Angst haben? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Weh. Das, echt diese Lags. Aber ich glaube nicht, dass das von den Grafiken herkommt, weil. Also das ist ja, also das stimmt die Grafikkarte dicker. Weil wie gesagt, ich spiele ja Satisfactory, hab da auch so gut wie keine Probleme, außer die Bekannten, die das Spiel an sich hat. Na, wenn du zum Beispiel, wenn er ein Autosave macht bei Satisfactory, dann hast du Lags. Oder mag, wenn's eine neue Region laden muss an einem Biom, dann hast du Lags, aber ansonsten komplett flüssig und das ist schon ein bisschen was anderes. Und da habe ich halt gedacht, ne? Wenn das kann, dann ist ja Assassin's Creed, ne? Stimmt die ja dann auch ohne Probleme? Ja, ollen Arsch. Ehrlich, echt ollen Arsch, Mann. Ey, boah. Ich habe da jetzt die Grafiken schon alles komplett auf niedrig gestellt, damit ich es überhaupt flüssig spielen kann, weil ich habe so viele Probleme. Hatte ich am Anfang nicht. Also die ersten Folgen auch von Assassin's Creed, ne? Sind ja auch hier auf unserem Kanal. Habe ich auch Let's Played. Oder Let's Play ich ja immer noch. Kommen ja vom Montag bis Freitag die Folgen raus. Wie gesagt, bei dem hier weiß ich es noch nicht. Ne? So wie ich Lust und Laune habe, mache ich es. Also ihr. Nicht jetzt hier festbeißen und sagen, oh geil, da kommt jetzt jeden Tag von Lost Region eine Folge raus. Nee, nee, so ist es nicht. Also, heute mache ich zum Beispiel, heute spiele ich es echt nur. Ja, da habt ihr Glück, dass auch dann am dritten Tag hintereinander eine Folge rauskommt. Weil das spiele ich echt nur, weil dieses Update rauskam und man jetzt, ja, diesen Hut da oben hat. Ne? Nicht GUI, sondern Hut ist ja das. So, warte mal, wir wollten hier rein. Vielleicht gibt es ja da irgendwas. Ich meine, die Musik ist schon irgendwie bedrückend. Das ist schon irgendwie komisch. Naja. Oh, da oben, Häuschen. Yeah! So. Ich weiß jetzt schon, dass wir irgendwann hier sterben werden. Irgendwann. Vielleicht gleich. Ja, nee, mal gucken. Auf jeden Fall werde ich es jetzt erstmal ein bisschen erkunden, so von der Landschaft her. Also, das muss ich auch sagen, diese Landschaftsgestaltung in diesem Spiel ist echt geil. Ehrlich. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also da ganz dicken Pluspunkt. Auf jeden Fall. Okay, krass, hier ist auch ein Auto. Hier ist wieder. Aber auch noch keine Feinde, ne? So, kann man das Auto looten? Nee. Kann man hier ansässig werden? Weil das wäre geil. Hier, ne? Hast du Holz? Brennholz? Kannst du natürlich nichts mitmachen, ist ja klar. Weil warum auch? Wenn es da einmal so parat liegt? Nee, nee, das kannst du nicht hochheben. Im Bett kann ich drin schlafen? Nee, kann ich auch nicht. Kann ich den Schrank looten? Den Schrank kann ich looten. Die können wir sogar mitnehmen. Ah, wie krass. Okay, geil. So, jetzt gucken wir mal, ob wir noch ein bisschen Nahrung finden hier drinnen. Okay, da können wir nichts looten. Ich habe so vielleicht immer ein bisschen, dass man so die Schränke. Okay, an die Schränken kannst du noch nicht ran. Das finde ich jetzt ein bisschen schade. Muss ich ganz ehrlich sagen.
Also so Metallspinde und sowas, das kannst du looten, aber hier, das ist der Holzschrank. Das geht auch. Wasser, das ist sauberes Wasser. Okay, geil. Dann nehmen wir mit. Ja, sind wir natürlich gleich wieder, aber das ist mir egal, weil, warte mal, Inventar. Man muss sich da schon noch ein bisschen. So, nicht Split, sondern Use. So, zack, jetzt haben wir eine Empty Bottle. Und genau. Jetzt lasse ich diese leeren Dosen hier und nehme die mit. So, da sind wir wieder. Ach, verdammt nochmal. Pass auf, Steine, die packe ich hier rein. Oh, was wiegt denn man so viel? Das Holz wiegt doch nichts. Kann man irgendwann, findet man vielleicht irgendwann auch noch einen Rucksack? Also, dass man mehr tragen kann? Oh, das wäre so schön, weil das ist echt wenig. Ja, hier kannst du. Okay, jetzt war ich ein bisschen falsch. Und ja, bevor wir jetzt in das andere Haus da reingehen, dann würde ich sagen, mache ich hier einen kleinen Cut. Und wenn es dir gefallen hat, lass eine Bewertung da und kommentiere bitte irgendwas drunter. Ist mir scheißegal, wenn du sagst, hey, du Spinner. Kommentiere! Nee, wie gesagt, wenn es dir gefallen hat, lass eine Bewertung da. Abonniere gerne den Kanal. Wenn du mehr sehen möchtest, dann bist du immer auf dem aktuellen Stand. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.